Hallo, hier ist Shakusa. Wir sitzen hier in Berlin. Ich bin mit Nico und wir machen jetzt ein schönes Interview für Backspin TV. Du bist am Ende der ersten heißen Promophase, würde ich fast so sagen, oder? Also ich habe ziemlich viel schon lesen können. Oder sagen wir vielleicht mittendrin, das sagt du mir. Aber wie fühlt es sich im Moment so an? Ja gut, es ist natürlich sehr, sehr anstrengend, aber alles, was zurückkommt, ist halt echt gerade mega. Also wir sind alle voll happy und ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Aufmerksamkeit auf einem Produkt. Ja. Und was waren denn schon gar nicht so gute Resonanzen wie jetzt gerade. Was war denn so die spannendste Person, mit der du dich unterhalten hast? Ich meine, wir sprechen uns jetzt nicht zum ersten Mal und ich hoffe, es ist trotzdem immer noch angenehm und da gibt es ja eine ganze Reihe, mit denen du oft redest, aber irgendwas Überraschendes. Ach, was Überraschendes? Ja, eigentlich war alles überraschend, weil ich halt jetzt echt auf Portalen stattfinde oder auf Formaten, die ich vorher gar nicht hatte. Gestern habe ich ein Interview über meinen Lifestyle gegeben. Was trägst du, was isst du, bla. Also hatte bis jetzt keinen Schwanz interessiert. Ja. Aber die Künstler sagen doch immer, es ist so dieser Grad, entweder sie sind genervt davon, dass nur über irgendwas anderes gesprochen wird und nicht über die Musik, dann wollen sie nur über die Musik reden. Aber andersrum kann es auch mal ganz erhellend sein, wenn man nicht über Musik redet. Ja, voll, auf jeden Fall. Also es ist ja so, wir sind ja auch im Künstlerkreis und dann ist natürlich das erste Thema Musik und irgendwann wird es wirklich anstrengend. Aber es macht trotzdem Spaß und diesmal haben wir uns eigentlich auch mit Interviews zurückgehalten. Es ist halt mehr so diese Radioprobe und so weitermachen. Und was hörst du gerade? Dein Lieblingshit? Das sind doch Radiopromo-Fragen. Nee, das ist voll, ja genau, aber das ist voll durchwachsen. Also Jungle, Band, Jungle halt so. Das sind Engländer, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Album feiere ich hart ab. Bereitest du dich darauf vor, dass du weißt, nach dem Motto, du gehst jetzt keine Radiopromo und man weiß ja, dann kommen irgendwie die ein paar Gossip-Fragen oder ein bisschen was Kurzweiliges? Nee, gar nicht. Also wenn man mich fragt, was ich höre, sondern ist es ja eh nicht radiotauglich. Also Jungle findet bei uns nicht statt. Ansonsten auch, Stickle hat mir letztes Mal Travis Scott gezeigt, was ja auch irgendwie so ein bisschen Trap-mäßig ist. Und Bobby Schmörder zum Beispiel feiere ich auch hart ab. Ja, das ist halt echt durchwachsen. Und wie immer sieht das ein Cope. Ja. Was ich jetzt mit dir machen möchte, nachdem du ja schon ein paar Interviews geführt hast, das Ganze nochmal quasi auf eine Essenz bringen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Deswegen werde ich dir Halbsätze entgegenwerfen und dann kannst du mal ein bisschen drüber nachdenken, füllst diesen Satz auf und dann gucken wir, was draus wird. Ja. Okay? Deswegen fangen wir an mit Magnolia Warm. Ein Grundstein für meine Zukunft. Ein wichtiger Cut im Leben auch, ne? Ja, sehr. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in Hamburg gesessen haben und darüber gesprochen haben und du auch wirktest so, als ob du einfach im kompletten Leben erstmal mitten, und das fand ich damals, noch mitten im Aufräumen warst. Ja. Ja? Also ich habe so drei Eckpfeiler jetzt eigentlich. Der erste war City Cobra, dann kam Magnolia und für mich ist Exit jetzt genau wieder so einer. Ja, was war denn das Entscheidende an Magnolia? Ja, ich habe halt komplett gebrochen mit meinem alten Stil so und dann hieß es, entweder funktioniert oder es funktioniert nicht. Es gab viel Gegenwind. Oder viel schon. Positives, klar. Ja, genau, aber mehr Positives als Negatives zum Glück. Aber ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt für dich doch überraschend viel Negatives auch, oder? Nee, ich habe damit gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass es schlimmer kommt. Wir haben damals ja darüber gesprochen, danach uns, glaube ich, auch noch mal auf dem Reeperbahn-Festival getroffen. Und da hat man an einer Stelle auch gemerkt, dass es dich irgendwann, und du bist ja schon so ein Typ, der dann auch gerne mal aufbraust, richtig angekotzt hat. Hast du jetzt rückblickend trotzdem und vielleicht auch das Feedback dazu einen Frieden mit dem gefunden, was damals an dir kritisiert wurde? Ja, ich kann so sagen. Also ich bin mittlerweile, bei Magnolia war ich ja echt ein bisschen geschwächt so und ein bisschen labil. Mittlerweile bin ich wieder zurückgekehrt zu meinen Stärken und es ist mir jetzt schlichtweg egal. Also wirklich, weil ich weiß, was ich kann und die Arbeit, die wir machen, ist gut. Also die Arbeit, das Handwerk kann niemand anzweifeln. Wenn es nicht dein Geschmack ist, dann ist es halt nicht. Und wenn du noch immer von mir verlangst, so, oder wenn jemand immer noch von mir verlangt, dass ich alte oder wieder alte Shakusa rappe, so, dann kauf die alten Platten. Genau, das kann ich immer nur sagen. Aber bitte lass mich in Ruhe. So, da habe ich echt immer noch keine Lust drauf. Zwischendurch hast du aber mal ein kleines bisschen doch wieder auf die Kacke gehauen. Deswegen Zodiac ist. Zodiac ist oder war eine
ein Befreiungsschlag für mich. Ich hatte, das heißt, der erste Befreiungsschlag war Magnolia, der zweite Befreiungsschlag war Soli? Ja, das war aber so, Magnolia war in, im, also es war eben so, so ein Eckpfeiler. Okay. Mit Zodiac habe ich aber wieder gelernt, wie, oder wieder gelernt, Musik zu machen, einfach nur aus Spaß. So. Du hast irgendwann mal in irgendeinem Interview habe ich einen Satz gelesen, dass du selber auch noch Beats baust, aber keinen Bock hast mehr, über die selber zu rappen. Ja. War das trotzdem so ein bisschen das, was dann auch bei Zodiac passiert ist? Also über das zu rappen, was du vielleicht selber auch klar, so... Klar, das war eine Phase. Wir hatten einfach Bock drauf. Ja? Und es war ja nie geplant, das rauszubringen. Wir wollten es einfach machen. So, und im Endeffekt fanden wir so witzig, dass wir gesagt haben, okay, hauen wir es raus. Und haben halt gehofft, dass die Leute verstehen. Es ist ja, wenn man den Weg macht, du brichst mit der Vergangenheit. Du brichst, da haben wir damals ausführlich drüber gesprochen. Machst das, legst das alles zur Seite. Wird sich neu aufstellen, positionierst dich. Dann gehst du damit einen Weg. Die Leute brauchen ein bisschen, bis sie kapieren, okay, das ist jetzt der neue Jacuzza. Und dann kommt Zodiac dazwischen. Ich weiß. Das ist ein Zickzackkurs, oder? Ich weiß, ist einer. Ja. Aber so ist es. Deswegen bin ich ja auch Künstler. Ja, da muss man nicht immer alles rational und planmäßig. Gar nicht. Gibt es irgendeinen, der gesagt hat, ey, mach das nicht? Viele. Ja? Ja, da gab es schon viele, auch im Nachhinein. Viele dachten im Nachhinein, ja, Zodiac hat mir geschadet. Warum? Ja, weil ich halt wieder einen ASO ausgepackt habe. Aber da muss ich auch sagen, ey, ich führe ein Künstlerleben. So, und das ist ja auch nicht immer einfach. Und die Freiheit nehme ich mir einfach raus. Und was jetzt ein paar Hirnwisse denken, die ist mir auch egal. So, es gibt viele Leute, die denken halt, sie haben Musik erfunden und sie haben voll den Plan, was überhaupt abgeht. So, aber interessiert mich halt nicht. Viele Leute mit Plan und viele, die wissen, was abgeht, gibt es vor allen Dingen in dieser Stadt hier. Zumindest die der Meinung sind wahrscheinlich auch. Also es ist insgesamt, ja genau, aber hier ist es ja gerade auch, was das Musikbusiness angeht, sehr gebündelt. Du wirkst ja schon immer wie jemand, der recht... Ja, aber ich muss ja hinzufügen, kurz noch muss ich schon hinzufügen, dass ich den ganzen Plan zum Beispiel bevor ja auch präsentieren musste. Ja. Und da dachte ich mir, dass eigentlich der größte Gegenwind kommen wird oder dass ich halt nicht freigegeben werde. Und die waren voll cool damit. Also, da ist nämlich der Unterschied. So. Dann laufen eben die kleinen Klugscheißer irgendwo rum so an der Ecke. So. Dann sieht man nämlich wirklich wieder mal, wer echt Plan hat. Ja. Okay, ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Ja. Dennoch, lass uns einen Satz über die Stadt verlieren, denn ich glaube, du wirst dich verlassen. Berlin ist. Eine sehr, sehr coole Stadt, aber eine sehr anstrengende Stadt. Was macht sie cool? Der Lifestyle ist unfassbar hier. Also gerade in Europa, glaube ich, ist es für mich auch die coolste Stadt, in der man leben kann, wenn man eben Berlin lebt. Wenn man aber Berlin nicht lebt, das heißt, diesen ganzen Lifestyle, so weggehen, auf Partys gehen, viele Menschen treffen wollen. So, wenn man das nicht mehr kann, dann ist es eher anstrengend. Also alles Bürokratische oder so ist halt sehr, sehr anstrengend. Und Berlin ist für mich cool, wenn ich weiß, dass ich mir auch eine Auszeit nehmen kann und halt woanders hin auch. Und Berlin dann genau besuchen, wenn ich es auch brauche. Es ist also über die Jahre auch mehr, noch mehr zum Arbeitsplatz geworden als zu einem Lifestyle-Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ist deshalb jetzt die Auswanderung so konkret geworden? Ja, aber guck mal, also, ja schon, aber ich brauche halt auch, ich brauche wieder Grün, ich will wieder, also ich habe jetzt dann ein Häuschen, das 200 Meter von der Donau entfernt ist. So. Dann habe ich zwei Hunde, mit denen ich rausgehen kann. Ich will laufen gehen, ich will Mountainbiken, so, das kannst du halt hier gar nicht machen. Also ich lebe ja direkt hier um die Ecke in Friedrichshain, in der Straße vom Berghain. So. Dann hast du halt, ja. Hast du viele Abstürze gehabt in der Stadt? Bitte? Hast du viele Abstürze gehabt in dieser Stadt? Ja, das kannst du gar nicht an einer Hand abzählen. Also nicht mal an zwei Händen, oder? Und dann hast du jetzt so ein bisschen Sehnsucht nach einer richtig guten Leberkäse-Semmel wahrscheinlich. Erstens das und vor allem so einfach Ruhe. Weißt du? Und dann, also ich habe ja immer ein Zimmer in Berlin und wenn ich hier hin will oder was zu tun habe, dann ist es ja auch cool. Aber ich finde es halt geil, dass ich dann auch wieder weg kann, wenn ich meine Ruhe brauche. Wo wird man denn oder wo wirst du kreativer? In einer Stadt wie Berlin oder in einem Ort im Niemandsland? Backspin.